B2.0. Die Grundfläche eines Erlebnisbeckens eines Schwimmbades hat die Form eines Trapezes mit angrenzendem Kreissektor. Teile des Bodens sollen farbig gestaltet werden. In nebenstehender Skizze sind die geplanten Farbbereiche dargestellt. Es gilt AB parallel zu CD, AB sind 60, AC 58 und AD 40 Meter. Der Winkel BAD hat 60 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1. Zeichnen Sie das Trapez ABCD im Maßstab 1 zu 500. Berechnen Sie das Maß des Winkels DCA und den Abstand der beiden parallelen Seiten AB und CD. So, wieder ein paar Angaben. Alles, was hier steht, wird natürlich irgendwann auch benötigt, um es zeichnen zu können. Das heißt jetzt auch gleich in der ersten Aufgabe, zeichnen das Trapez ABCD im Maßstab 1 zu 500. So, Maßstab heißt natürlich, wir müssen erstmal ausrechnen, wie groß unsere Zeichnung überhaupt sein darf. Und dafür müssen wir die angegebenen Werte in entsprechende Zentimeter umwandeln. Dafür ist es erstmal sinnvoll, die Meterangaben in Zentimeter umzuwandeln. Also 60 Meter sind 6000 Zentimeter. So, und woher weiß ich jetzt, wie viel ich auf dem Blatt Papier zeichnen darf, ne, mit dem Maßstab? Also kann ich jetzt das einfach so ausrechnen. Ich schreibe einfach einen Malpunkt und dann den Maßstab dahinter. Dann habe ich eine Rechnung 6000 mal 1 durch 500. Und wenn ich das jetzt ausrechne, kommt genau die Zentimeterangabe raus, die ich brauche, nämlich dann 12 Zentimeter. Ich schreibe jetzt vielleicht noch auf A, B war das. So, mit AC kann ich das gleiche machen. 58 Meter in Zentimeter umgewandelt sind 5800 Zentimeter. Maßstab dahinter schreiben. Ausrechnen ergibt dann einen Wert von 11,6 Zentimetern. Und mit AD machen wir das gleiche. 40 Meter sind 4000 Zentimeter mal 1 durch 500. Und das sind dann gleich 8 cm. So, also diese Größen bitte nur für die Zeichnung verwenden. Nachher rechnen wir natürlich mit den Originalgrößen weiter. So, fangen wir an mit dem Zeichnen. Ich beginne jetzt mit der Seite AB, weil die hier schön unten dran liegt und man darauf dann sicherlich aufbauen kann. So, dann habe ich hier die Seite, die 12 cm lang ist. So, was kann ich als nächstes einzeichnen? Gucken wir mal nach. Die Seite AC, ja, weiß jetzt nichts drüber. Die Seite AD, weiß ich auch noch, die ist hier 8 cm lang, weiß ich auch noch nichts. Aber den Winkel BAD, also liegt hier drin, den kann ich ja einzeichnen. Ja, Scheitel bei A, 60 Grad abmessen mit dem Geodreieck. So, und dann kriege ich hier so einen freien Scheitel, Schenkel, nicht Scheitel, der sieht so ungefähr so aus. Und da weiß ich jetzt ja, das ist die Strecke AD, also die muss ich nur abmessen mit 8 cm. Also Geodreieck anlegen und bei 8 cm einen Strich, einen Punkt, Markierung machen. Stimmt es jetzt auch? Ja, ungefähr. Gut, dann geht es weiter. Ich weiß ja, AB ist parallel zu CD. Also kann ich jetzt hergehen und hier eine Parallele zu CD ziehen. Wie lang die ist, weiß ich noch nicht. Also mache ich es einfach mal so lang. Wunderbar, jetzt habe ich noch eine weitere Größe, nämlich ich weiß, halt, ich kann hier einen Punkt AC, D. Ich weiß, die AC ist 58 Meter, also in unserer Zeichnung 11,6 cm lang. Also muss ich jetzt einfach von A 11,6 cm abmessen und dann komme ich hier irgendwo auf diese Parallele. Ja, also vom Punkt A zu der Parallele müssen es 11,6 cm sein. Das Geodreieck einfach so lange hinschieben, bis es stimmt. Man kann auch mit einem Zirkel einen Kreis ziehen um Punkt A mit Radius 11,6 cm. Dann kriegt man das gleiche Ergebnis. So, dann habe ich hier meinen Punkt C. Dann gucke ich mal, ob ich diese Strecke hier wieder ein bisschen verkürzen kann. Manchmal hat das Zeichnen am PC auch Vorteile, aber nicht immer.
So, dann habe ich jetzt hier meinen Trapez. So, hier heißt es jetzt eines Trapez, also sind wir soweit fertig. Und jetzt gilt es weiter, berechnen Sie das Maß des Winkels DCA. Was ich jetzt mit diesem Trapez mache, ich zeichne erst, schreibe erst nochmal alle bekannten Größen rein. Also ich kenne diese hier mit 60 Metern, diese hier mit 40, die ist 58, ja. Und dann kenne ich hier unten noch den kompletten Winkel mit 60 Grad. Gut. Also, berechnen Sie das Maß des Winkels DCA. Das ist der gesucht ist. Okay. Klappern wir verschiedene Möglichkeiten ab. Wenn ein Winkel gesucht ist, dann überlegen wir erstmal, können wir über die Innenwinkelsumme eines Dreiecks oder ja, sonstige Größen diesen Winkel berechnen. Gut, wir kennen diesen Winkel noch nicht, wir kennen diesen Winkel noch nicht, also Innenwinkelsumme des Dreiecks funktioniert nicht. Gibt es sonst Möglichkeiten? Sinussatz, wir gucken mal an, wie das Dreieck aussieht. Ist es ein rechtwinkliges Dreieck? Nein. Also funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Für den Kosinussatz bräuchten wir drei Seiten, aber uns fehlt die obere CD. Also funktioniert er nicht. Sinussatz bräuchten wir zwei Seiten und zwei Winkel, da haben wir aber nur einen Winkel. Okay, funktioniert auch nicht. Dann gucken wir mal in die Eigenschaften eines Trapezes. Ja, also wenn unsere eigentlichen Sätze nicht funktionieren, dann müssen irgendwo versteckte Eigenschaften sein, die wir bisher noch nicht überprüft haben. Dazu am besten immer eine Formelsammlung nachgucken oder daneben aufschlagen. Ich muss gerade selber schnell suchen. Trapez findet man auf der Seite 33 in der Formelsammlung. So, wenn man da reinguckt, dann sieht man auf jeden Fall folgende Eigenschaften, nämlich die Winkel bei einem Trapez, also diese hier, ergeben zusammen 180 Grad. Das sind nämlich E-Winkel an parallelen Geraden, die zwei Strecken sind ja parallel, und die E-Winkel ergänzen sich immer zu 180 Grad. Also kann man mal Folgendes aufschreiben. Der Winkel ADC ist 180 Grad minus der Winkel BAD. Also 180 Grad minus 60 Grad und damit 120 Grad. Gut. Also weiß ich, der ist 120 Grad groß. So, ich habe jetzt einen neuen Winkel, also kann ich jetzt nochmal neu überlegen, ob vielleicht der schon ausreicht, um einen von meinen Sätzen anzusetzen. Überprüfe ich es nochmal. Für die Innenwinkelsumme fehlt noch was. Ist kein rechtwinkliges Dreieck, also Sinussatz oder Kosinussatz. Für den Kosinussatz fehlt, wie gesagt, die dritte Seite oben. Gehen wir mal auf den Sinussatz. Sinus vom Winkel durch gegenüberliegende Seite ist Sinuswinkel durch gegenüberliegende Seite. Wunderbar, der funktioniert. Also den haben wir auch in der Formelsammlung auf der Seite 30 stehen. Schreibe es hier nochmal auf. Formelsammlung Seite 30. Und da steht halt immer Alpha durch Sinus, Quatsch, A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta. Ist gleich C durch Sinus Gamma. Heißt einfach immer so viel wie Seite durch gegen Sinus gegenüberliegender Winkel. Okay, ob das jetzt A oder Alpha ist, ist vollkommen wurscht. Hier heißen sie halt anders, aber wir haben immer Winkel und gegenüberliegende Seite zueinander. Okay, zum eigentlichen Winkel, zum DCA. Wie gesagt, wir können mit dem Sinussatz arbeiten. Ich fange das immer so an, dass ich immer mit der Unbekannten beginne. Also nicht Alpha, sondern DCA. Ja, also in dem Fall ist der Winkel DCA unbekannt, deswegen schreibe ich den immer links oben hin. Ich kann diese Formel ja auch so umstellen, dass alle Sinus oben stehen und die Seiten unten. Das ist genau das Gleiche. Aber man kann es natürlich auch hier nehmen und den Sinus DCA jetzt unten schreiben. Also, Sinus DCA geteilt durch die gegenüberliegende Seite ist die Seite AD.
ist das gleiche wie der Sinus vom Winkel ADC geteilt durch die gegenüberliegende Seite, und das ist die Seite AC. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus von DCA geteilt durch AD waren 40 ist gleich Sinus von, halt Winkel brauche ich jetzt nicht, weil den ADC haben wir mit 120 Grad schon berechnet, geteilt durch die 11,8 waren es, oder? 58 müssen wir mit der Originalgröße rechnen. So, forme ich so um, dass am Schluss der Winkel DCA alleine steht. Das kann ich jetzt entweder mit Hilfe vom Solver gleich berechnen lassen oder eben durch Umformung. Ich mache es jetzt hier mit Umformung, also ich multipliziere mit 40 durch. Dann wandern diese 40 hier auf die rechte Seite. Dann haben wir noch stehen Sinus vom Winkel DCA ist gleich Sinus von 120 durch 58 mal 40. Und jetzt habe ich hier noch den Sinus stehen, den kriege ich mit der Umkehrfunktion weg, also Sinus hoch minus 1. Und dann folgt Winkel DCA ist gleich Sinus hoch minus 1 von diesem kompletten Teil hier. Also Sinus 120 durch 58 mal 40. Und das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann folgt ein Winkel von 36,67 Grad. So, schauen wir noch mal eine Aufgabe. Ja, hier ist auch ein Teilergebnis angegeben, DCA 36,67, passt wunderbar. Aber wir sind noch nicht fertig, weil hier heißt es, unter den Abstand der beiden parallelen Seiten AB und CD. Ja, also hier habe ich die AB und hier haben wir die CD und jetzt den Abstand voneinander. So, wichtig ist beim Abstand immer, man muss dran denken, der steht immer senkrecht. Das heißt, man zeichnet jetzt auch eine Senkrechte ein. Und zwar auch nicht irgendwo, sondern möglichst so, dass sich daraus ein Dreieck ergibt, in dem wir möglichst viel kennen. Und es würde sich in dem Fall hier wunderbar wie folgt anbieten. Na. Nämlich, wenn ich, jetzt war ich etwas schief geworden. Wenn ich den Abstand so einzeichne, dann kriege ich hier nämlich ein rechtwinkliges Dreieck raus. Den Abstand nenne ich jetzt einfach mal H. So, und in diesem Dreieck kenne ich nämlich schon sehr viel. Ich kenne einmal den Winkel und ich kenne einmal die Seite AD. Dann hätte ich es jetzt hier irgendwo in die Mitte eingezeichnet, dann hätte ich erstens kein Dreieck und zweitens kenne ich nicht viel. Hätte ich es hier drüben eingezeichnet, würde ich gar nichts kennen außer dem rechten Winkel. So, aber hier kenne ich jetzt eine Menge. Wie kann ich jetzt die Seite berechnen? Na, ich gucke, in welchem Dreieck es liegt. In dem A nenne ich den jetzt mal H1. A, H1, D. Rechtwinkliges Dreieck, das heißt Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras funktionieren. Ich habe einen Winkel und ich kenne die Hypotenuse, die liegt ja gegenüber vom rechten Winkel. Und gesucht ist die Gegenkathete. Also schaue ich in der Formelsammlung nach, welcher dieser Sätze funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse. Und dann bleibt eigentlich nur einer übrig, nämlich der Sinus. Also, ich habe ja meine Distanz, meinen Abstand h genannt. Lässt sich also berechnen aus Sinus des Winkels BAD ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete war die Strecke h, also der Abstand, und die Hypotenuse die Strecke AD. So, das kann man natürlich auch alles in der Formelsammlung nochmal nachlesen. Das steht nämlich auf Seite 39. Also Sinus, Cosinus und Tangens. Und da steht jetzt zum Beispiel dabei, Sinus Alpha ist gleich Länge der Gegenkathete durch Hypotenuse.
Ja, und hat, im Prinzip habe ich das angesetzt. Alpha ist mein Winkel BAD, Gegenkathete war die H, Hypotenuse die AD. Und jetzt setze ich die bekannten Größen ein. Sinus von 60 Grad ist gleich unsere gesuchte Abstand H geteilt durch die 40. So, das kann ich jetzt entweder wieder mit dem Solver lösen oder per Umformung. Multipliziere ich mit 40 durch, dann wandert diese 40 hier auf die andere Seite. Beziehungsweise ich drehe gleich beide Seiten um und dann folgt H ist gleich 40 mal Sinus von 60. Das lässt sich dann im Taschenrechner wieder berechnen und dann kommt raus, H hat eine Größe von 34,64 Metern. So, schauen wir oben nochmal nach. Passt's? Ja, hier steht Distanz ABCD ist gleich 34,64 Meter. Ja, wir können es zur Vollständigkeit haben hinschreiben, ist gleich die Distanz von der Seite AB zur Seite CD. Super, sind wir fertig.